Hallihallo. So, wir versuchen uns mal wieder um 9.30 Uhr. Spielen das Turnierchen am 9.11. Und schauen mal, was passiert. Naja. Wir müssen generell, glaube ich, wieder ein bisschen tighter werden. Wir verlieren zur Zeit so viele Spiele. Und dafür, dass wir einfach online, wir live vielleicht, aber online vor allem, einfach zu Larifari spielen, ist einfach, die musst du schon ordentlich spielen, die schlechten. Und vor allem, ich denke, wir müssen Pik öffnen. Das weiß er eigentlich alles. Nett. Na gut, es ging trotzdem. Hut schon viel Trumpf Ass, ne? Ne, aber wir können dann Ding spielen. Wir können dann Karo wird das spielen. Klar, viel Trumpf Ass. Mitnehmen, aber ist egal, wenn wir Pik Ass bei uns haben, gewinnen wir sowieso. Aber Pik öffnen ist richtig, falls er Pik 10 hat. Im Endeffekt kann man auch schon direkt machen, wo Karo Dame, Karo Lusche wegfällt. Aber nachher ist ein 7 drüber. Dann willst du vielleicht auch Karo Ass gespielt haben, weil dann Karo 10 oft gedrückt ist. Ja. Buben kommen mal, ne? Wie bei Wünscht dir was? Pik 10 sollte. Wenn sie drin ist, ist er sowieso schon hochgespielt. Ist drin. Komm raus, so sind wir vielleicht scheitert. Ne. Alles gut, dann macht es keinen Unterschied. So, wir spielen keinen. Wie den Ass, nicht Kreuzlusche oder so. So, was haben die denn? Die haben nichts, ne? Können wir auch Karo Ass, das ist ja wurscht. Können wir zeigen. 14 und 15 sind 29. So. Pili. Dann von mir aus. Gut, er hat zumindest eine Entscheidung getroffen. Kann ja sein, dass eine Karte das wieder gibt. Jetzt gucken wir erstmal, ob er den noch. Das Gefühl der 1-1 gedrückt hier. Schneiden? Nee, was? Mit Augen gedrückt. 20 vielleicht sogar, ne? Herz und Karo. Ja. Ist prädestiniert für Karo 10. V4
Vielleicht auch Herzkönig loslegen. Bei der Abstich, jetzt kommt, wenn er so ein Herz hat, sind wir auch richtig. Oh. Machen wir mal ein paar Stiche in Folge, ne? Weil wir haben kein Auge mehr nebendran. Das ist ja gut für uns. Oh. Ein volles zu viel, einen vollen Überhang. Kreuzung hält der Kreuzkönig. Also, schmeißt der Kreuzkönig nicht mehr. Gut, wir haben trotzdem gewonnen gehabt, ne? Wenig. Wir gewinnen trotzdem, aber jetzt keinen Grund, den König zu halten. 22 ist interessant. Vielleicht kreuzen wir mal 4 Trumpf in Farbe frei. Das sollte auch Blatt sein normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwas Großes passiert oder ein Monster hat, 10 Trumpf oder so. Der ist interessant. Er kann durchaus 2 Buben haben, das kann auch nicht 4 sein. Nein, ist es nicht. Oh, jetzt ist 10 zu 4. Wir müssen durchladen. Kreuz ist nicht dein Ernst, jetzt wenn wir Kreuz abtragen, Kreuz zu spielen. Der wäre schön gewesen. Jetzt kann er uns rausschieben und macht hinten raus noch einen Stich. Wenn wir Glück haben, hat er Herz 10 gedrückt. Ja, Szene drückt da. Der Blanke wäre jetzt richtig schön gewesen, ne, in dem Moment. Wenn wir Kreuz 10 abladen, ist es immer ein bisschen farbefrei, laden Kreuz 10 ab. Das heißt, eigentlich muss er diese andere Farbe spielen, logischerweise. Und das ist dann Karo, ne, weil der Herz selber frei ist. Kann doof sein, ja. Ist so. Gut, dann schieben wir es mal ein. Kann vielleicht ein Pick rausfallen oder so. Geht weg. Karo Ass ist echt talentfrei. Gut. Herzlusche war es nicht viel besser, muss man ganz ehrlich sagen. Als König spielen, komm auch raus. Das ist immer so auch. Ja, kann man Karo Ass hält, ne? Pik 10 lädt. Gut, im Zweifel kann er uns wieder reinschieben, ne? Das ist schon dünn. Im Zweifel kann er uns wieder über Herz reinschieben, dann muss ich jetzt da hinten und wir müssen ein Kreuz mit dieser Doppellusche dann irgendwie antreten oder Pik Ass setzen oder so. Aber wird auf jeden Fall trotzdem interessanter. Sechs Trumpf. Was ist denn noch alles da? Na dann. Gut. Ich denke, wir müssen das legen. Na. Minus. Ah, ja, cool bleiben.
ist keine gute Karte für uns. Die einzige Hoffnung ist, dass es ohne. Wenn es blank war, ist doof. War blank, ja. Wir kriegen jetzt einfach Problem 5 Trümpfe. Der kann Pik 10 bestellen wahrscheinlich drin haben. Genau so ist es nämlich. Wir müssen ja schnell die Karte spielen, dass es eine Entscheidung treffen muss. Wobei, er muss immer laufen, weil wenn hinten das Ding steht. Gut, es kann sein, dass wir König Lusche haben, ne? Hier, und jetzt hat er 10 Dame, dann macht er immer einen Stich. Also wenn er die Dame legt, auch. Aber ansonsten, wenn er hinten Ass König hat, dann macht er sowieso Rest. Und vorher auch richtig, dass wir auf Kreuz König nicht laufen, weil sonst haben wir einfach 4 Punkte mehr, ne? Und ist auch falsch rum. Das ist auf jeden Fall falsch rum. Man belegt da, wie rum, welche Luschen, aber das ist, wenn der Stich von uns gehört, dann gehört er dann die 8 eigentlich rein, meiner Meinung nach. Die 7 ist als blank für mich. Bei 0 über Hand kann das ja sowieso sein. Wenn er die 8 legt, weiß ich eigentlich relativ sicher die 7 noch. Kollege, du bist ordentlich. Hat er volles? Ja, gewonnen, ne? Oh. Ne. Feine gezählt. Ich habe bei uns 62 gedacht. Also wir können es nicht ändern, ne? Das ist dann nicht aufgepasst, was im Stock lag. Ich glaube, wir werfen das Ass mal blank. Ich würde sagen, wir müssen jetzt schon das, also darauf die 10 legt, falls wir Kreuzbild bei uns haben. Naja. Ich denke, wir spielen unter Ass. Na, der Klassiker. Kreuz Ass 10 Lusche oder Kreuz Ass zu dritt in irgendeiner anderen Form. Wird er haben. Oh, der ist gut für uns. Genau, jetzt kriegt man die Karte komplett mit. Es muss auch nur eins, wenn der Kreuz 10 abschießt, logischerweise einen alten. Das hat es schlecht gemacht, das kriegt das Kabel da hinten raus. Deswegen spielt man vorher diese Kreuz 10, wobei der Mittelbuben, dann geht's noch. 20 gedrückt. Dann kommt er trotzdem, nochmal trotzdem nicht hin. Es ist einfach ein Witz, gerade unsere Karte.
17 und 14 ist zumindest 31, ne? Deswegen spielen wir die Dame. 1 zu 0. Spiel 14. Gas. Ja, haben wir schon mal verschenkt. Es nervt. Dame legen müssen vielleicht. Nett, nochmal Kreuz. Frau Dame legen, wenn er nicht diesen Kreuzblödsinn macht, wird er interessanter. Jetzt fällt die Nerven. Doppelheizung. Jetzt egal. Ist natürlich nicht viel, ne? Oh, der ist natürlich wunderschön. Ein König Lusche geöffnet und hier die blanke 10. Noch ein Einschub. Könnte Schneider sein. Moment, können wir Trumpf spielen? Eigentlich nicht. Ja, ist so Lust, ne? Es steht eigentlich drauf, dass da die Buben kommen. Vierundfünfzig oder sowas, ne? Hammer. Ja, es ist halt. Hatten wir, ne? Oder? Oder haben wir 7 Augen gedrückt? Ich hab nicht 3, ne? Man kann den auch mitnehmen, ne? Da müssen wir natürlich antreten. Wollen wir nicht. Kann er den noch? Ne, würde mich auch wundern. Was waren das? Waren kurz 7 Trumpf, oder? Der ist ja blank gewesen. Karo 10 wäre gut gewesen. Oder gedrückt, ne? Das ist so ein Witz. Noch eine volle bei uns.
Dieser Trumpf leer zu, wenn wir jetzt nicht Kreuz Ass haben, sondern der andere, dann. Das ist sowas, der bestraft wird. Unglaublich. Kriegen nur Dreck. Haben durchaus zwei Buben haben wir, ne? Ich denke, wir spielen Pik und Ass sogar. Keine zwei Buben, 42, 45, scheiße. Was heißt 10 zu viert? Wir haben ins Kreuz Karo König nicht gelegt, wir Helden, ne? Ich dachte, da hat er noch eine Fehlkarte, wenn wir das Kreuz lusche. Es ist halt so teuer, ne? 11, 22, 25, 36. Wir haben selbst noch nicht gewonnen, wenn Karo doppelt kommt. Ja, Chancen zumindest. Karo. Nehmen. 60 oder so, ne? Jetzt kriegen wir nochmal was. Ach, harte Kuss. Schwere Kuss. Alles wirklich ein bisschen komisch, ne? wenn wir Material kriegen, so wie es ein, zwei Männer kriegen, was sie um die Ohren. Teilweise auch wegen eigener Fahrlässigkeit, das muss man ganz ehrlich zugestehen. Aber, und dann ist wieder Sensatorielisten dabei. Gut, wir machen jetzt bis jetzt alles richtig, ne? Komplett. Ja, das Problem ist halt das Gewinnmonat. Steht halt wieder glatt. Mal gucken, gut, wir kommen, kann ich auch mal bei so einer Todeliste, sagen wir jetzt, und wir machen alles richtig, das kannst du ja auch mal zwei, drei Stück in Folge kriegen, ne, und dann ist alles schick, dann ist da alles in Ordnung. Dann bist du plötzlich da. Also, mal geschweige denn von der großen Liste, aber dann hast du zumindest 21, wir können immer den spielen, weil wir müssen sowieso Karo Ass spielen, um Schneider zu spielen. 21. Schade, Schokolade.
Ja, wir sind so, wissen halt, was wir abfragen, und dann zeigen wir uns auch nicht mal das Ass an. Auch wenn es was ohne Bedeutung sein dürfte. Da geben wir jetzt ja viel zu viele Bilder ab. Was machen wir von Haus aus eigentlich schon, deswegen. Wir haben Pickass bei uns. Wenn das Kreuz Abstich kommt, dann schmeiße ich irgendwas weg. Naja, gut, dann wird das Kreuz Bild aufkommen. Auf 10 kriegen wir, aber die machen einen Stich. Das ist genau das richtige Ass geladen. Ne? 33 und 28 macht. Gott sei Dank. Es ist ja wirklich sehr schön, aber auf Blatt. Gut, wenn wir Herz Ass haben, dann gewinnen wir sowieso nichts. Also das ist wirklich... Das heißt, gut, wir haben genau falsch gelegt, natürlich. Das ist so filmreif. Du musst Kreuz laufen, ansonsten hat er links blank und gibt irgendwie rüber, treffen sie die Übergabe, dann kriegst du Kreuz Ass abgestochen. Das ist ja, das wäre komplett... Jetzt verlierst du deswegen, wenn wir schneiden, gewinnen wir sofort, ne? Was ist das? 4. Mein Gott, das stechen wir trotzdem auf jeden Fall. Ein Kreuz raus, gut, dann ist er Schneider. Du kannst auch Karolusche spielen. Eigentlich können wir zufrieden sein, ne? Hinten aus ganz kann man wirklich ein paar schöne Einsätze, zwei, drei Stück, das ist das, was ich meine, aber das muss halt mal krank rauswerden. Das ist es nicht, also irgendwie mit Beschwerden, wir haben ein gewonnenes Spiel gehabt. Muss ja auch Platz sein. Können wir Trumpf einmal verweigern, müssen wir vielleicht sogar Pik Bauer übrigens oder Herzbauer. Einer ist jetzt, glaube ich, wenn er vorspielt. Diese Lusche ist nix. Der kann jetzt ruhig in Doppellusche reingreifen. Da reicht er wahrscheinlich schon, oder? Gut, ich habe trotzdem. Ich darf niemals die höchste Karte spielen. Nee, danke. 4 Punkte mehr. Das ist halt. Er muss davon jetzt der Herzlusche spielen. Mann, ey. Erstmal kann man Buben schon spielen. Das ist das Erste. Dann kann er zwar mitnehmen, aber kommt aber zurück. Dann kann er diesen König entsorgen. Dann spielen wir von 10 König Lusche die 10 und dann haben wir automatisch gewonnen, ne? Oder er spielt mit Dame Lusche einfach. In dem Moment wäre es jetzt halt, also der Bauer ist der sauberste Zug auf jeden Fall. Das ist ja. Naja, nix. Meistens ist es dann so, dass du ein schönes um die Ohren kriegst. Gut, Kreuz, ich bin's teurere, ist genau das gleiche Spiel. Auf Ass haben wir zumindest Zugriff.
Hoffentlich nicht Überstich. Schauen wir zu Außenspiel, wenn die 10 kommen. Den nehmen wir mit. Naja, uns steht wenigstens rund. Ich finde, der Vorgehende war ja bei ihm. Also hat er falsch gemacht gehabt, mit der andere. Da hat er jetzt zwei in Folge so grob. Oder eine war es natürlich auch wieder dieses Ass zu legen. 15, ne, wenn sie jetzt. Der hat Piklusche abgeworfen, dieses meistens blank. Haben wir so lange gebraucht dafür, haben wir zu viel gelabert haben, das war sehr gut. Nein, die war blank. Wir müssen schnell mitnehmen und dann vor den Radestuhl zumindest stellen. 9,61. Das ist das Problem, wir wissen nicht, was wir laden sollen. Dann legen wir erstmal den. Ist halt wenig, ne? Die sind 7. Also je nachdem, jetzt, wenn wir jetzt Kreuz Dame legen und er hätte was blank aufgemacht gehabt, dann muss jetzt irgendwas Volles kommen, weil wie viele Karten hat er nebendran noch? Was ich jetzt vermute, dass so ist. Laufen. Ja. So. Aber er hat 6-4, na ja, ist wurscht. Muss aber irgendwas auf den Tisch kommen. Ausspiel auf jeden Fall spielbar. Das Gute ist meistens noch eine schwarze Bube. Komm, wir lassen uns abschießen. Ich denke, wir müssen trotzdem Trumpf spielen. Nee, ist gar nicht richtig. Problem ist, wenn er Karo Blank gespielt hat, er kann jetzt abziehen. Trumpf König wird stechen dürfen. Zum Glück, dass er es verpeilt hat. Ja, wir haben es nicht gut gespielt. Man war so mit Karo Blank, ne? Von der Menge gesehen, wenn wir uns die Gast sehen, wir müssen Trumpf König stechen und hoffen, dass links, dass er die Übernahme hat. Wir müssen den sauberer stechen. So fahrlässig gespielt. Hat Karo König Blank auch richtig zugeordnet, dass der kurz ist im Endeffekt. Wir müssen auch schneiden, das ist absolut in Ordnung. Wenn jetzt Pik kommt, kann man beruhigt Trumpf spielen. Und wenn diese Kreuzgeschichte kommt, müssen wir auch stechen, aber müssen richtig stechen, weil links dieser Bube einfach blank steht. Und jetzt dürfen wir den Abzug nicht zulassen, ne? Das war jetzt nicht gut. Einfach wird er ein bisschen Larifari. Sollte nicht passieren. Aber gut. Wurde ja nicht bestraft. Das Spiel ist so witzlos. Ist wieder so eine Gurke, ne?
2061, ja. Das war jetzt wirklich nicht gut für uns. Aber Problem ist teilweise sogar, wenn es... Moment. Wir wollen, dass uns nicht verschneidet, oder? Weil es 7-Trümpfer meistens. Nee, wir nehmen mit. Hat das ein Spiel gehalten oder nicht? Ich weiß es halt nicht bei den Jungs. Wir nehmen erstmal den. Machen alles falsch. Das ist. Rüber. Kreuz. Nicht Karo 10. Am Rest. Ja. Das ist halt die Gefahr, wenn der Kreuz. Gut, wir haben mit zwei das wissen wir, dann müssen wir auf jeden Fall laufen. Das war jetzt sind wir wieder ein bisschen in einem komischen Modus drin. Wir müssen auf jeden Fall laufen. Wir haben nämlich Kreuz gereizt seit mit 2. Deswegen ist. Wir denken einfach gerade nicht drüber nach, warum 27, aber 24. Wahrscheinlich Bauer am Stock. Achso. Nee. Alles gut. Das ist okay. Vegas. Schade. Ich glaube, taktisch ist eigentlich schlecht, den so reizen, aber... Mann. Na gut, haben wir auch mal gedauert. Hm, 12:76. Okidoki, das war mal das morgendliche Turnier wieder um 9:30 Uhr.